Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Wie immer am Donnerstag starten wir mit unserer Umfrage der Woche. Diese Woche besonders aktuell, besonders spannend. Es hat sich politisch einiges getan und wir haben zwei ganz, ganz spannende Aspekte bei dieser Umfrage. Erstens hat die Lazarsfeld-Gesellschaft erstmals die drei aussichtsreichsten Kandidaten bei der SPÖ-Mitgliederbefragung abgefragt. Und zwar einerseits nach der Präferenz, wer von ihnen SPÖ-Chef werden soll und andererseits, wie sich die drei jeweils als Parteichefs auf die Sonntagswerte ihrer Partei auswirken würden. Sehr, sehr spannende Ergebnisse. Schauen wir uns gleich an. Und wir haben auch erstmals von der Lazarsfeld-Gesellschaft abgefragt, die Salzburg-Wahl. Am 23. April findet sie statt und da könnte sich ein richtiges Erdbeben ankündigen. Auch dazu werden wir gleich in allen Details sprechen. Den Beginn, den machen wir aber mit der bundesweiten Umfrage und die werde ich jetzt in allen Details mit dem Präsidenten der Lazarsfeld-Gesellschaft, Professor Werner Beutelmeier, analysieren. Grüß Gott, Herr Professor. Ja, grüß Gott und guten Abend. Und wir sind wenige Tage vor Ostern und ich glaube, es gibt heute einige Osterüberraschungen vorweg. Da haben Sie definitiv recht. Ich würde sagen, wir starten einmal mit der klassischen Sonntagsfrage, abgefragt mit den aktuellen Parteichefs. Das heißt, im Falle der SPÖ logischerweise mit Pamela Rendi-Wagner. Wie würden die Österreicherinnen und Österreicher abstimmen, wenn diesen Sonntag Nationalratswahl wäre? Und das ist sehr, sehr spannend. Schauen wir uns das gleich an. Die FPÖ bleibt hier konstant auf Platz 1 mit 29%. Aber dahinter, da ist einiges an Bewegung drin. Die SPÖ verliert massiv aufgrund der Diskussionen der letzten Tage und Wochen. Nur noch bei 21%, minus 4 Prozentpunkte, schon 8 Prozentpunkte hinter der FPÖ. Gleich auf mit der ÖVP, die allerdings ebenfalls verliert, ebenfalls auf 21% kommt. Die NEOS, der große Gewinner diese Woche, plus 4 Prozentpunkte, kommen auf 13%, dürfen sich da einige Stimmen sowohl von der SPÖ als auch von der ÖVP holen. Und die Grünen, ebenfalls Verlierer der Woche, minus 3 Prozentpunkte, kommen nur noch auf 10%. Die anderen auch stark bei 6%. Herr Professor Beutelmeier, das ist, muss man eigentlich sagen, ein Wahlbeben, das sich da diese Woche abgezeichnet hat. Naja, diese Gesamtbetrachtung, da ist natürlich noch drin die Auflösung der Bierpartei. Wir haben noch vor 14 Tagen die Bierpartei erhoben, deshalb mehr andere, vielleicht deshalb auch ein bisschen mehr bei den NEOS, aber insgesamt zunächst einmal unverändert die starke Position der FPÖ. FPÖ kratzt am 30er und wir werden heute sogar sehen, bei einem Sandkastenspiel ist ein Wert über 30 sogar drin, hängt davon ab, wer Spitzenkandidat bei der SPÖ ist, aber schwächeln tut die SPÖ, die Diskussion, dieses leidige Thema jetzt der Abstimmung unter Mitgliedern, das ist ein Thema, das offenkundig die Partei in der Sonntagsfrage enorm belastet. Ja, und auch die ÖVP hatte eine gewisse Aufwärtsentwicklung, aber liegt zumindest über 20%. Aber so richtig erfreulich sind die Ergebnisse diese Woche nicht. Also insgesamt eigentlich nur einen klaren Sieger, das ist die FPÖ mit nahezu 30%, mit 29%. So, dann schauen wir zu den nächsten beiden Fragen, weil die sind richtig, richtig spannend, denn, und das muss man wirklich dazu sagen, die Lazarsfeld-Gesellschaft hat erstmals alle drei Kandidaten abgefragt, und zwar im Sinne von, wie würden die Wähler bei einer Nationalratswahl abstimmen? Zur Methode können wir dann gleich kommen, aber zuerst einmal, wie würde die SPÖ abschneiden, wenn Hans-Peter Doskozil der Spitzenkandidat wäre? Und das ist auch interessant und das ist auch sehr, sehr spannend, denn diese mehr, dass Hans-Peter Doskozil der FPÖ die Stimmen abspenstig machen würde und da automatisch Erster wäre mit der SPÖ, die ist eigentlich, muss man sagen, durch diese Umfrage einmal zumindest vorerst widerlegt. Die FPÖ verliert minimal, kommt auf 28%, bleibt also auf Platz 1, nur minus 1 Prozentpunkt. Bei die SPÖ käme auf 25%, das ist der gleiche Wert wie in der Vorwoche, muss man sagen, zwar besser als jener Wert mit der aktuellen Parteichefin, aber nicht besser als in der Vorwoche, muss man auch dazu sagen. Und die ÖVP, die verliert 3 Prozentpunkte, käme auf 20%, wäre also auf Platz 3. Die NEOS sind bei 12%, die Grünen bei 10%, die anderen bei 5%, Herr Professor Beutelmeier.
Ja, also das war ein ganz spannendes Experiment und dieses Experiment haben wir methodisch mit einer Halbgruppenermittlung gemacht. Das heißt, die Hälfte der Befragten haben Peter Doskozil als Spitzenkandidat der SPÖ präsentiert bekommen. Die andere Hälfte, das werden wir gleich sehen, Babler als Spitzenkandidat, und dann wollten wir wissen, wie verändert sich das Gefüge der Marktanteile der Politischen. Und da verändert sich natürlich einiges. Also natürlich Doskozil nicht neu, aber dennoch ein spannendes Ergebnis, quantifiziert. Er schiebt die SPÖ von 21%, haben wir gerade gesehen, unter Rendi Wagner, derzeitiger Wochenwert, auf 25%. Das ist durchaus erheblich, 4 Prozentpunkte mehr, das ist ganz schön viel. Aber diese Auswirkung hat also auch Nebenwirkungen, kollaterale Wirkungen. Und es ist nicht so sehr die FPÖ, die darunter leidet an diesem Schub, auch hier eine gewisse Erosion, aber nur ein Prozentpunkt. Also die FPÖ fällt von den 29, Sie erinnern sich an die erste Folie, jetzt auf 28 zurück. Aber eigentlich kostet es der ÖVP. Die ÖVP, die geht deutlich zurück. Da haben wir ein kräftigeres Minus drin. Das heißt, im Endeffekt, ÖVP leidet stärker, offenkundig unter dem Antreten oder würde, man muss den Konjunktiv verwenden, stärker unter dem Antreten von Hans-Peter Doskozil leiden als die FPÖ. Also das ist schon spannend, aber wie gesagt, mit aller Vorsicht, das ist ein Halbgruppenexperiment, das heißt, die Stichprobe reduziert sich hier noch einmal, aber das ist die einzig methodisch vernünftige Vorgangsweise, um den Effekt der einzelnen prospektiven Spitzenkandidaten sauber gegeneinander abtesten zu können. Wobei man sagen muss, Hans-Peter Doskozil ist nicht der große Heilsbringer, wie er ja teilweise sich selbst verkauft hat in Umfragen, die ja, sag ich mal, von seinem Umfeld teilweise beauftragt wurden. Das ganz große Plus kann die SPÖ nicht verzeichnen mit Hans-Peter Doskozil. Also der Imageschaden der Partei dürfte anscheinend so massiv sein, dass da relativ wurscht ist, wer momentan an der Spitze ist. Kann man das so zusammenfassen? Würde ich so interpretieren. Natürlich schiebt er die Partei, aber in Summe ist der verursachte Schaden bei weitem größer als der positive Effekt durch ihn. So, und jetzt wird es ganz, ganz spannend, denn die Lazarsfeld-Gesellschaft hat erstmals auch Andreas Babler abgefragt, den Dreiskirchner Bürgermeister, der ja ebenfalls ins Rennen um den SPÖ-Chef eingestiegen ist, und abgefragt, wie die Partei abschneiden würde, wenn Andreas Babler Spitzenkandidat und Parteichef ist. Und das ist ein extrem spannendes Bild. Schauen wir uns jetzt gleich an. Da käme die SPÖ dann nämlich überhaupt nur noch auf 16%. Das sind minus 9 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche, muss man sagen. Es wäre um 5 Prozentpunkte schlechter, als der Wert mit Pamela Rendi-Wagner ist. Und es wäre eben auch um 9 Prozentpunkte schlechter, als der Wert mit Hans-Peter Doskozil ist. Also mit Andreas Babler die SPÖ klar auf Platz 3. Werden wir aber gleich auch darüber sprechen. Gibt es auch eine interessante Begründung natürlich dazu. Die FPÖ, die kann zulegen. Mit Andreas Babler als SPÖ-Chef käme auf 31%, also über die 30%-Marke, plus 2%, damit ganz klar auf Platz 1. Die ÖVP liegt bei 22%, das wäre ein Minus von einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Die Neos bei 13%, die Grünen bei 11%, andere kämen auf 7%. Da hat der Herr Professor Beutelmeier schon gesagt, das ist großteils die Bierpartei. Aber Herr Professor Beutelmeier, man muss natürlich dazu sagen, da ist schon auch die Bekanntheit von Andreas Babler ein ganz, ganz wichtiger Wert, den man damit berücksichtigen muss. Ja, also das ist natürlich jetzt fast ein bisschen ein unfaires Match, ein theoretisches Match, denn der Bekanntheitsgrad spielt eine ganz wesentliche Rolle letztlich bei diesen Verteilungen in der Gesamtbetrachtung. Aber noch einmal, spannend ist es dennoch, denn Babler bedeutet eine andere Kräfteverteilung. Er polarisiert bis zu einem gewissen Grad, er macht mehr FPÖ-Wähler, es steigt der FPÖ-Wert auf 31 rauf. Das ist ein deutliches Plus, und er reduziert im Augenblick die SPÖ, natürlich, weil die Bekanntheit fehlt. Also das ist eine Momentaufnahme. Und bei der ÖVP bleibt es nahezu unverändert. Also minus 1, beziehungsweise wenn wir es mit dieser Woche vergleichen, spannend ist auch der Vergleich dieser drei Fragen untereinander im Quervergleich. Wenn wir diesen Quervergleich machen, jetzt erhöhe ich die Verwirrung noch einmal, dann würde das minus 5% bei der SPÖ bedeuten, ist das Minus nicht so krass. Plus 1 für die ÖVP und plus 2, das bleibt ident bei der FPÖ. Also Babler mischt die Karten wieder neu, ist ein anderes Profil, aber er hat natürlich die Last der niedrigeren Bekanntheit zu tragen bei dieser Betrachtung. Mhm.
So, dann kommen wir zur Hochrechnung der Kanzlerfrage. Wen würden Sie zum Bundeskanzler wählen, wenn man diesen direkt wählen könnte? Die ÖVP kommt hier mit Karl Nehammer als Bundeskanzlerkandidat auf 26%, also klar auf Platz 1. Die FPÖ, Herbert Kickl bei 24%, Pamela Rendi-Wagner würde nur 17% direkt zur Kanzlerin wählen, Beate Meindl-Reisinger wäre für 9% die beste Kanzlerin und Werner Kogler ebenfalls für 9%, Herr Professor Beutelmeier. Ja, die Kanzlerfrage, die Direktwahlfrage ist relativ stabil, aber wir sehen natürlich sehr wohl den Kollateralschaden der Diskussion in der SPÖ bei Rendi-Wagner. Wir dürfen nicht vergessen, es ist noch gar nicht so lange her, da lag sie ziemlich besser, deutlich vorne, die Partei insgesamt an erster Stelle, bei ihr minus 2% diese Woche, unverändert Karl Nehammer. Für einen Kanzler sind die 26% immer noch verbesserungsfähig und verbesserungswürdig. Herbert Kickl im Augenblick stagniert auch, minus 1 ist nicht viel Veränderung, 24%, aber immerhin für Herbert Kickl ein ganz guter Wert. Also nicht sehr viel Neues, aber man sieht doch, dass die Diskussion in der SPÖ und auch bei der Spitzenkandidatin enormen Schaden anrichtet. Gut, dann schauen wir uns die Kanzlerfrage noch einmal nicht hochgerechnet uns an, nämlich in den Rohdaten. Das ist folgender Wert, der da rauskommt. Wen würden Sie zum Bundeskanzler wählen, wenn man diesen direkt wählen könnte? Da käme eben Karl Nehammer nicht hochgerechnet auf 17%, Herbert Kickl auf 16%, Pamela Rendi-Wagner auf 11%, Beate Meindl-Reisinger auf 6%, Werner Kogler auf 6% und das ist der spannende Wert, 46%, fast jeder Zweite sagen keinen von denen würde er sich als Kanzler wünschen. Gehen wir vielleicht auf diesen letzten Wert ein, Herr Professor Beutelmeier, das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, zwei Vergleiche sind hier immer interessant. Die große Zahl, und die jetzt gestiegen ist, jener, die sagen, ich kann mich überhaupt nicht identifizieren mit diesen Persönlichkeiten, die da vorne stehen. Ich möchte jemanden anderen, ich möchte hier eine Person mit Strahlkraft. Und das Zweite ist natürlich, liegt der Rohwert über der Partei oder unter der eigenen Partei? Und da kann man sagen, Nehammer liegt eigentlich so etwas auf dem oder leicht über dem Niveau der eigenen Partei, wenn man sich die Rohzahlen anschaut. Kickl liegt deutlich derzeit unter dem Niveau der Partei und auch Andy Wagner liegt unter dem Niveau der Partei derzeit mit 11% in den Rohzahlen bei der Kanzlerfrage. So, und dann schauen wir uns die nächste sehr, sehr spannende Frage an, nämlich die nach der Frage, wer soll denn SPÖ-Vorsitzender werden? Und die Frage war, wenn Sie in den nächsten Tagen mitbestimmen könnten, wer neuer SPÖ-Vorsitzender wird, wen würden Sie dann Ihre Stimme geben? Da haben wir zuerst einmal alle Österreicherinnen und Österreicher. Da hätte Hans-Peter Doskozil die Nase vorne. 21% würden für Doskozil wählen, 16% Rendi-Wagner, 12% für Babler. Sehr hoher Wert hier natürlich weiß nicht oder jemand anderen. Da profitiert Hans-Peter Doskozil, muss man sagen, stark von FPÖ und ÖVP-Wählern. Ja, zweifelsohne. Also das ist kein neues Bild. Wir haben auch in den letzten Wochen schon gesehen bei dieser Frage, wer wird von der breiten Bevölkerung, das ist die wichtige Anmerkung hier, das ist ein Bevölkerungsurteil, da hat Doskozil die besseren Karten im Vergleich zu Rendi-Wagner plus 5 Prozentpunkte. Wir haben auch gesehen, jetzt bei der Parteihochrechnung bringt er auch plus 4 Prozentpunkte, hängt jetzt ein bisschen von der Wochenbetrachtung ab, die Differenz, aber er schiebt schon, aber das ist etwa die Bilanz. Spannend, Andreas Babler. Babler hat natürlich, ich muss sagen, durchaus einen beachtlichen Wert, wenn man davon ausgeht, er ist ja österreichweit hier bewertet worden und seine Bekanntheitswerte, wenn überhaupt vorhanden, sind eher in Niederösterreich und im Osten Österreichs vorhanden. Also er hat hier natürlich einen deutlichen Startnachteil. So, und dann haben wir auch sehr interessant die Parteipräferenz, also jene, die SPÖ-Sympathisanten sind, muss man sagen, ist die Stichprobe natürlich kleiner, aber bei denen, und da kann man schon gewisse Parallelen zu den SPÖ-Mitgliedern ziehen, da hat Pamela Rendi-Wagner deutlich die Nase vorne, 37% der SPÖ-Sympathisanten würden sie wählen, 18% würden hier nur Hans-Peter Doskozil wählen und fast gleich auf Andreas Babler. Also das ist interessant, dass Babler da eigentlich bei den SPÖ-Sympathisanten sehr gute Werte hat.
Ja, also das ist durchaus bemerkenswert. Allerdings Vorsicht, 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 das ist eine ganz kleine Gruppe, denn wir haben hier jetzt die SPÖ-Affinen analysiert und auch da spielt natürlich der Bekanntheitsgrad eine Rolle, auch da spielt die regionale Verteilung der Interviews eine Rolle, aber wir sehen eigentlich ein ähnliches Muster wie in den letzten Wochen. In der eigenen Zielgruppe, in der eigenen Wählerschaft ist eher Randy Wagner vorne, hier sogar deutlich vorne, aber da gibt es auch große Schwankungsbreiten und erstaunlich und durchaus beachtlich für Andreas Babler, der einen gewaltigen Startnachteil bei dieser Umfrage hat. Er liegt eigentlich auf dem Niveau von Hans-Peter Doskozil in der eigenen Kernkundschaft. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also Andreas Babler schneidet bei den SPÖ-Wählern gleich gut ab wie Hans-Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner. Trotz aller Kritik ist noch immer, zumindest bei den SPÖ-Sympathisanten, die beliebteste Parteichefin oder die Wahl, die da die Nase vorne hat. Schauen wir uns einmal an, wie zufrieden die Österreicherinnen und Österreicher mit der österreichischen Bundesregierung sind. Da steigt die Zufriedenheit nicht, sondern sie sinkt sogar deutlich, muss man sagen. Also die Bundesregierung kann nicht von dem Minustrend der SPÖ derzeit Profit schlagen oder daraus Profit schlagen. 52% haben mittlerweile eine schlechte Meinung von der Bundesregierung, also mehr als die Hälfte, noch einmal plus 3 Prozentpunkte zur Vorwoche. 35% sagen sogar sehr schlecht und überhaupt nur noch 18%, minus 4 zur Vorwoche, haben eine gute Meinung von dieser Bundesregierung. Ja, das ist ein erschütterndes Ergebnis diese Woche. Die magische 50%-Marke in der grauslich Beurteilung, der Schlechtbeurteilung ist überschritten. 35% in der Topbox, sehr schlecht. Und ich darf nur in Erinnerung bringen, heute hat, glaube ich, IHS und WIFO haben unsere Konjunkturforscher gesagt, die Inflation geht nicht zurück, wie prognostiziert. Die Wirtschaftsentwicklung wird nicht besser als erwartet oder wird in eine positive Dynamik sich ummünzen heuer, sondern man hat eigentlich ein kritischeres Zukunftsszenario gemalt. Das heißt, wir haben ein Sonderproblem in Europa oder zumindest sind wir bei jenen Ländern, die die Inflation schlecht in den Griff kriegen und die auch von der Wachstumserwartung her eher schlecht beurteilt werden. Das spüren die Österreicher und das ist aber letztlich auch das Zeugnis, das sie hier bei dieser Frage der österreichischen Bundesregierung ausstellen. Das Management der großen wirtschaftlichen Themen wird heute als nicht wirklich positiv gesehen. Das ist ein sehr, sehr kritischer Hintergrund, der wahrgenommen wird. Mhm. So, und jetzt auch eine ganz spannende Frage, auch erstmals abgefragt von der Lasersfeld-Gesellschaft, seitdem wir in Niederösterreich eine schwarz-blaue Regierung haben. Welche Koalitionsform wünschen sich die Österreicher denn in ganz Österreich, also bundesweit? Und das ist ein durchaus überraschendes Ergebnis, auch angesichts dessen, was wir vorher gesehen haben. Die beliebteste Regierungsform derzeit ist eine Ampelkoalition aus SPÖ, Neos und Grünen. Zwar mit keinem berauschenden Wert, muss man sagen, 19%, aber immerhin jeder Fünfte in diesem Land sagt, er ist für die Austro-Ampel. Dahinter dann eine ÖVP-FPÖ-Koalition, 14% sagen, das wäre ihre liebste Koalitionsform. Blenden wir die Grafik vielleicht noch einmal ein, dass wir die auch groß sehen. Eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP oder einzige große Koalition, muss man sagen, mittlerweile ist es keine große Koalition mehr, käme auf 13% Zustimmungswert, eine Koalition aus SPÖ und FPÖ auf 8%, ÖVP, Neos, Grüne käme auf 7% und die derzeitige Regierung, ÖVP, Grüne, wollen überhaupt nur noch 3%. Also das ist so marginal, dass das mit der Schwankungsbreite fast 0% sind, muss man sagen. Als Regierungsform 38% machen keine Angabe dazu, Herr Professor Beutelmeier. Ja, also der niederschmetternde Wert für die Regierung muss der erste Ball sein, die 3%, die sich mit Schwarz-Grün identifizieren, das ist natürlich nichts. Das ist, da ist nichts mehr existent an Identifikation, an Zustimmung. Das sollte noch einmal auch unterstreichen, die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit, die nicht vorhanden ist. Also da gibt es massive Enttäuschungswerte und man tut sich natürlich bei dieser strategischen Konstellation, wer soll mit wem, enorm schwer, das zu beurteilen. Aber möglicherweise hat der Herr Gesundheitsminister Rauch hier ein gutes Gespür, denn das, was er, glaube ich, gestern im Parlament ausgesprochen hat, eine Zukunftskoalition SPÖ, Neos, Grün, das ist auch hier das mit der relativ stärksten Ausprägung bei unserer aktuellen dieswöchigen Umfrage. So, und jetzt schauen wir noch nach Niederösterreich, eine Koalition, die ja heftig diskutiert wurde in ganz Österreich und die einige, ja,
durchaus diskussionswürdige Punkte auch in ihrem Regierungsvorhaben hat. Wie sehen denn die Österreicherinnen und Österreich dieses Regierungsprogramm der schwarz-blauen Regierung in Niederösterreich? Schauen wir uns die einzelnen Punkte an. Einerseits, die Rücknahme aller Corona-Strafen wird von der Mehrheit skeptisch gesehen. 52% sagen schlecht, 30% sagen, das ist gut. Keine Werbung mehr für die Corona-Impfung. Interessant, sagen 41% ist schlecht, fast der gleiche Wert, nämlich 42% halten das für gut. Die Deutschpflicht in den Schulpausen halten 38% für schlecht, eine relative Mehrheit von 42%, das ist gut. Strenge Regeln für die Zuwanderung, eine ganz klare Mehrheit von 61%, die das gut findet, nur 27% finden es schlecht. Mehr Straßen- und Autobahnausbau, sagt eine relative Mehrheit von 42%, ist schlecht, 37% halten es für gut. Und bei der Deckelung der Strom- und Gaspreise sagen überwältigende 78%, das ist gut, und 12% halten das für schlecht. Herr Professor Beutelmeier, Ihre Analyse der Ergebnisse bitte. Ja, es ist ganz einfach bei diesem Chart. Es gibt drei wichtige Themen und auf diese drei Themen sollte man setzen und der Rest sind Nebenschauplätze. Das Thema Nummer eins, die prima causa, ist die Deckelung der Strom- und Gaspreise. Darüber reden wir ja schon seit geraumer Zeit und bringen nichts zusammen. 78%, da herrscht Einigkeit. Nur die Bevölkerung sieht das sehr klar, aber die Politik tut nichts oder zu wenig. Einmal erlege, bringe nichts. Das zweitgrößte Thema ist natürlich die Kaufkraftsituation aufgrund der hohen und relativ stabil bleibenden Inflation, der Kostenzuschuss gegen Inflation 61% und dann noch das Zuwanderungsthema, das FPÖ-Thema, auch das ist ein starkes Seelenthema mit 61%. Der Rest ist politischer Firlefanz. Ja, sehr, sehr spannend, das, was wir hier heute von der Lazarsgesellschaft als Daten bekommen haben. Jetzt schauen wir zum Abschluss noch auf das große Thema, das derzeit alles überschattet. Das ist die Teuerung mit unserer wöchentlichen Frage. Wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt? 73% noch einmal gestiegen, die sagen, ist spürbar. 42% sagen sogar sehr spürbar. Und demgegenüber stehen nur 7%, die sagen, die Auswirkungen sind nicht spürbar, Herr Professor Beutelmeier. Ja, die Politik hat die Teuerung natürlich nicht im Griff. Es ist unverändert schmerzhaft, dieses Thema. 42% sind unmittelbar elementar davon betroffen. Da geht es um die sozial Bedürftigen, da geht es durchaus aber auch um, wenn wir 42% vor Augen haben, um soziale Gruppen, die in Richtung Mitte der Gesellschaft reichen. Also das ist durchgängig. 73% zeigen Betroffenheit, 42% zeigen Schmerzempfinden. Also da haben wir eine politische Aufgabe, die offenkundig nicht gelöst ist bis dato, wo der Druck weiter zunimmt, wo also hier keine Lösungsansätze gesehen werden in der Politik. Das ist ein sehr, sehr belastendes Phänomen. Und da kommen wir wieder zurück zu unserer letzten Folie. Da stand oben für Niederösterreich, aber ich würde das umlegen auf Gesamtösterreich. Das Wichtigste ist die Deckelung der Strom- und Gaspreise und der Kostenzuschuss in Sachen Inflationsabdämpfung. Das sind die Wünsche, aber da sind wir weit entfernt, diese Wünsche erfüllen zu können derzeit. Mhm. So, und jetzt haben wir die letzte Frage in diesem ersten Teil. Wie sehen Sie die nächsten 12 Monate? Auch da muss man sagen, wird das Bild nicht unbedingt besser. Der Wert jener, die optimistisch sind, sind um 2 Prozentpunkte oder ist um 2 Prozentpunkte runtergegangen auf 31%. Auch ein leichtes Minus bei jenen, die pessimistisch sind. 46% sind pessimistisch für die nächsten 12 Monate und immerhin der Wert der Unentschiedenen, kann man jetzt so oder so sehen, der steigt um 4 Prozentpunkte auf 23%. Wichtige Frage, denn sie misst Lebensvitalität, wirtschaftliche Dynamik. Diese Frage hat sich insgesamt sehr wohl verändert. Im Long Run, im Frühjahr erstmals wieder von 23% weggestiegen. Aber wir waren schon höher. Und 31% ist im Augenblick wieder ein Rückfall. Das heißt, im Augenblick nehmen die Sorgen wieder zu. Das sollte die Politik sehr ernst nehmen. Ja. Vielen Dank, Herr Professor Beutelmeier. Ganz, ganz spannender erster Teil dieser Umfrage. Aber es wird noch spannender. Ganz kurze Werbepause und dann geht's gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Fellner live mit unserer Umfrage der Woche. Und die ist diese Woche so spannend wie schon lange nicht mehr, muss man sagen. Wir starten mit der Landtagswahl in Salzburg. Und da haben wir, Herr Professor Beutelmeier, muss man fast schon Trommelfeuer machen, ein echtes Erdbeben, das sich da abzeichnet. Und als erstes haben wir die Hochrechnung der Sonntagsfrage für die Landtagswahl am 23. April. Und es ist kaum zu glauben, die ÖVP, die fällt unter die 30%-Marke, kommt überhaupt nur noch auf 29% in Salzburg, verliert 9 Prozentpunkte gegenüber der letzten Landtagswahl. Wir werden gleich mit dem Herrn Professor Beutelmeier auch analysieren, warum das so ist. Aber genauso spannend, wenn nicht sogar noch spannender, ist die FPÖ, ist gleich auf mit der ÖVP. Die beiden sind Kopf an Kopf. Da gibt es natürlich eine Schwankungsbreite, muss man sagen. Aber auch das werden wir uns gleich anschauen. Aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Salzburg. Der Landeshauptmann, der ÖVP-Landeshauptmann, der wackelt. Und zwar gehörig in Salzburg. Das kann ein Erdbeben werden am 23. April. Und es könnte erstmals eine FPÖ als stärkste Partei im Bundesland Salzburg hervorbringen. Die SPÖ, die fällt überhaupt nur noch auf, oder kommt überhaupt nur noch auf 21% in Salzburg, spielt also im Rennen um Platz 1 keine Rolle. Die Grünen sind bei 7%, die Neos ebenfalls bei 7%, die KPÖ mit 5% wäre im Landtag vertreten und 2% gibt es für die anderen Parteien. Herr Professor Beutelmeier, die erste Frage, die natürlich jetzt gleich wieder kommen wird, ist, wie valide sind diese Zahlen und wie kann es sein, dass diese zwei Parteien, ÖVP und FPÖ, da wirklich gleich auf sind? Ihrer Meinung nach, ist das realistisch? Also es ist ungeheuer schwierig, auf Landtagsebene diese Wahlentscheidung vorwegzunehmen, weil hochkomplexe Stichprobenbildung der Fall ist, weil natürlich einige Wochen noch hin sind zur Wahl, weil verschiedenste Faktoren erst, nämlich der Wahlkampf, die Elefantenrunde erst kommen. Aber wenn wir so eine Untersuchung machen, dann stellen wir eine Fülle von Fragen im Zusammenhang, also nicht nur die Sonntagsfrage, sondern wer hat einen wie guten Spitzenkandidaten, wie wird die Bilanz seiner Arbeit bewertet, wie gut ist derzeit die Werbekampagne, wie sehr fällt sie auf welche Themen setzt er, wie glaubwürdig ist er, wie sehr spielt die Bundespolitik eine unterstützende oder eine erodierende Rolle und. Das heißt eigentlich, wir machen eine sehr, sehr breite Sichtung des Datenmaterials und lassen das dann in die Prognose einfließen. Und bei der Sichtung des Datenmaterials in Salzburg gab es schon einige ganz faszinierende Veränderungen und Verwerfungen zur letzten Wahl in Salzburg, die nämlich so zusammenzufassen sind, dass es einen durchgängigen Trend gibt, in Tirol beginnend über Niederösterreich und Kärnten, dass es eine FPÖ gibt, die nach oben schiebt. Also das ist sehr deutlich, wobei, und das ist jetzt das Salzburg-Spezifische, der Schub der FPÖ nach oben wird besonders kräftig ausfallen. Das mag unterschiedliche Gründe haben. Also ein Grund ist natürlich, dass die FPÖ bei der letzten Wahl mehr oder weniger uneins war. Da gab es, glaube ich, auch FPÖ-nahe Gruppen. Ich nenne da den Namen Karl Schnell, der mit einer eigenen Bewegung ins Rennen gestartet ist, fast 5% erzielt hat. Das gibt es diesmal nicht. Und wir haben, zweiter Faktor, eine sehr starke Persönlichkeit. Die Spitzenkandidatin wird in unserer Umfrage recht gut bewertet. Und deshalb ist es realistisch, dass die FPÖ in Salzburg ein für österreichweite Verhältnisse anbelangt, durchaus überdurchschnittliches einen überdurchschnittlichen Prozentsatz erzielt und mit 29% jetzt eigentlich sogar auf dem Niveau von Kickls Partei, von der Bundespartei, Partei liegt. Also das ist zunächst einmal die Überraschung schlechthin. Die Rechnung muss natürlich bezahlt werden und die Rechnung bezahlt die Landeshauptmannpartei. Wilfried Haslauer, der doch deutlich über 30% als Ausgangslage hat, wird um den Dreier kämpfen müssen und ich schließe es natürlich nicht aus, dass er den Dreier noch schafft, aber ich erwarte mir ein ganz, ganz enges Match. Ich glaube, dass es ein Horse Race wird zwischen
ÖVP und FPÖ, das sagen uns die Daten. Der dritte im Bunde, Sandwich-Position, die SPÖ. David Ecker wird gut bewertet als Person. David Ecker wird zulegen im Vergleich zur letzten Wahl. Das heißt, auch er wird ein Plus haben, aber das Plus wird natürlich sich ausnehmen im Vergleich zur FPÖ, eher bescheiden. Da diskutieren wir gerade, also wir glauben 21, vielleicht 22% sind drin, aber dann ist das Ende der Fahnenstange. Also er wird nicht verlieren, er wird nicht unter das letzte Wahlniveau fallen, aber die Bäume wachsen hier nicht in den Himmel. Ja, und damit ist eigentlich das Match im vorderen Bereich, dort wo die großen Parteien sind, definiert und wenig Bewegung, wenig Dynamik. Die Grünen waren in Salzburg noch einmal schon wesentlich stärker. Wenig Dynamik bei den Grünen, wenig Dynamik bei den Neos. Ja, überraschend, das ist so der Liste-Fritz-Effekt auf einem niedrigeren Niveau, die KPÖ. Die KPÖ war bisher, glaube ich, unter 1% verankert oder war abgeschnitten bei der letzten Wahl. Jetzt mit 5%, vielleicht sogar 6%, das ist beachtlich. Aber eigentlich, und die Sensation ist, Horse Race zwischen FPÖ und ÖVP. Ja, apropos Horse Race, auch das die nächste Grafik ist eigentlich, muss man sagen, so verrückt, dass man sie kaum glauben kann, aber es geben Ihre Daten wirklich her, Sie werden das dann auch gleich wieder sagen, Herr Professor Beutelmeier, bei der Landeshauptmann-Frage, der amtierende Landeshauptmann, und das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, Wilfried Haslauer ist amtierender Landeshauptmann in Niederösterreich und käme in dieser Landeshauptmann-Frage überhaupt nur noch auf 19%. Unglaublich eigentlich. David Egger, der SPÖ-Chef, käme auf 18%, Marlene Swatzig auf 17%. Also die drei de facto gleich auf innerhalb der Schwankungsbreite. Man muss sagen, diese Frage ist nicht hochgerechnet. Deswegen auch hier ein sehr hoher Wert jener, die sagen, weiß nicht, keine Angabe oder sie würden gar nicht wählen. Das sind 30%, also fast jeder Dritte. Abgeschlagen ist der Kandidat der KPÖ, aber beachtlich liegt immerhin vor Grünen und Neos. Kai-Michael Dankl und die Kandidaten von Neos und Grünen, Martina Berthold und Andrea Klambauer, wie gesagt, jeweils bei 4%, Herr Professor Beutelmeier. Ja, also die Frage ist besonders interessant für den amtierenden Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Denn ziehen wir den Vergleich, Peter Kaiser hat bei der identen Fragestellung in Kärnten, und das ist noch nicht so lange her, 39% erzielt. Und Wilfried Haslauer erzielt hier 19%. Und jetzt kann man wieder über Schwankungsbreiten, über alles Mögliche diskutieren, über die Unschärfe einer Umfrage, aber 19% sind ganz, ganz niedrig, sind eines amtierenden Landeshauptmanns fast nicht würdig und überraschend tief. Also insofern, das ist schon auch ein Signal, dass sich die ÖVP sehr schwer tun wird in Salzburg. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist noch nicht lange her, da waren auch die politischen Karten in Salzburg auch anders gemischt. Da gab es durchaus eine Gabi Burgstaller. Das sehen wir also, Salzburg ist in der Lage, für Überraschungen zu sorgen. Da gibt es eine Wählerschaft, die durchaus Veränderungen zum Teil wählt. Und dieser Wert für Haslauer ist ernüchternd, 19%. Gleichzeitig nicht so relevant, aber dennoch als Hintergrundinformation wichtig. David Ecker, der Spitzenkandidat der SPÖ, Marlene Swatzig, die Spitzenkandidatin der FPÖ, liegen nahezu auf Landeshauptmann-Niveau. Also beide, ich habe vorhin schon gesagt, auch wenn die SPÖ nicht so zulegt, am Spitzenkandidaten liegt das nicht, der wird gut bewertet. Marlene Swatzig wird gut bewertet, aber die Frage misst eigentlich in erster Linie, das sind die Erfahrungswerte, die Performance des Landeshauptmanns. Also Peter Kaiser 39 im Vergleich, Wilfried Haslauer Junior 19, naja, da brauchen wir nicht viel interpretieren. Das ist schon sehr, sehr heftig. Aber die nächsten Fragen erklären ein bisschen, wie es dazu kommt. Als erstes schauen wir mal auf die Frage, wie steht Salzburg denn derzeit da im Vergleich zu anderen Bundesländern? Besser sagen 18%, immerhin 58% etwa gleich, 14% schlechter, 10% weiß nicht, keine Angabe. Muss man sagen, ist jetzt kein besonders schlechter Wert, ist so, naja, geht eh allen sinngemäß gleich.
Ja, der Wert ist gut. Ich würde es sogar als positiv interpretieren, denn wenn ein Bundesland gleich gut unterwegs ist, also im Takt mit Österreich fährt und 18% sagen, wir sind sogar besser, dann ist es kumuliert ein Wert, wo 3/4 der Salzburger sagen, wir sind besser oder zumindest gleich gut. Also da kann man nichts bemängeln dran. In Salzburg läuft's und dennoch gibt's offenkundig massiven Druck auf das System dort vor Ort, auf den Landeshauptmann. Also das ist das, ich glaube Hans Mawa ist, der gesagt hat, naja, die Landeskaiser werden abgewählt und dieses Muster, diese Unzufriedenheit, diese systemische Unzufriedenheit, die findet hier offenkundig auch in Salzburg Ausdruck und das hat nichts mit der Performance des Bundeslandes zu tun, sondern das ist eher eine übergeordnete, eine grundlegende, ein grundlegender Verdruss, ein grundlegendes Misstrauen. So, und dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Werden Sie sich bei Ihrer Wahlentscheidung eher von bundespolitischen oder von landespolitischen Motiven lenken lassen? Interessant, sehr stark von bundespolitischen 10%, eher von bundespolitischen 24%, also jeder Dritte sagt, Bundespolitik spielt hier eine Rolle. Demgegenüber stehen aber 50%, die sagen, nein, hier ist ganz klar die Landespolitik im Fokus. Ja, es ist eine Landeshauptmannwahl, eine landespolitische Entscheidung. Salzburg ist noch mehr quasi landespolitisch definiert als Niederösterreich, wenn wir uns die Werte in Erinnerung rufen. Also insofern könnte man sagen, ja, da geht es ja um Salzburger Angelegenheiten, um Salzburger Belange. Aber dennoch massive Kritik, aber dennoch quasi eine grundmisstrauische Haltung in der Salzburger Bevölkerung. Ja, und dann, und das ist eigentlich das, was wahrscheinlich dieser ganzen Umfrage, muss man sagen, auch ein bisschen zugrunde liegt. Die Frage nach der Leistung des Landeshauptmanns. Wie zufrieden sind die Salzburgerinnen und Salzburger mit ihrem Landeshauptmann? Und das ist schon heftig. 51%, eine Mehrheit, sagt, sie sind unzufrieden mit Landeshauptmann Haslauer. 22%, mehr als jeder Fünfte, ist sogar gar nicht zufrieden mit ihm. 29% sind eher nicht zufrieden und demgegenüber überhaupt nur 37%, die mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer zufrieden sind. Und das ist natürlich, Herr Professor Beutelmeier, das, was anscheinend die ÖVP so massiv nach unten zieht. Ja, genau, das ist eine Protesthaltung auf dem Niveau der Bundespolitik. Da haben wir heute gerade die aktuellen Werte gesehen, die auch über 50% waren. Und das ist überraschend und das zeigt doch, dass es eine mangelnde Identifikation gibt, dass man unzufrieden ist, dass die Bilanz insgesamt kritisch beurteilt wird. Vielleicht sind die Erwartungen auch übersteigert, aber letztlich einer quasi muss das Körperl tragen und der Landeshauptmann wird hier als nicht zufriedenstellend, als von der Bilanz her als gar nicht oder eher wenig zufriedenstellend beurteilt. Das ist ein sehr, sehr schlechter Wert. So, und jetzt haben wir noch die Frage, ist Ihre Stimme eine Proteststimme gegen die Politik der Bundesregierung? Immerhin 41%, die sagen ja, sogar sehr stark oder etwas, ist das eine Proteststimme gegen die Bundesregierung? 49% sagen nein. Also die Bundespolitik, die spielt da schon ordentlich rein in diese Wahl. Es ist eine Landtagswahl, aber natürlich das gesamtpolitische Klima spielt eine Rolle und gesamtpolitisch haben wir eine Misstrauensgesellschaft, die in vielen Punkten unzufrieden ist mit der Performance und da ist natürlich auch ein Teil der Schuldzuweisung eine in Richtung Länder. Ja? Und das ist in diesen Zahlen drin, die 41%, die sehen also die Länder mitverantwortlich für das Gesamtschlamassel. So, dann haben wir noch die Meinung abgefragt zu den Parteien. Haben Sie eine positive oder eine eher negative Meinung gegenüber den folgenden Parteien? Auch sehr interessant. Gegenüber der SPÖ 19% positiv, 44% negativ. FPÖ hat den höchsten Positivwert. Sehr unüblich, muss man sagen, wenn man das mit den Bundesumfragen vergleicht, wo wir auch immer wieder die Meinungen und die Vertrauenswürdigkeit abfragen. 29% sagen positive Meinung zur FPÖ, 41% haben eine negative. Die ÖVP, das ist heftig, den niedrigsten Positivwert aller
Landtagsparteien. Nur 13% haben in Salzburg eine positive Meinung von der ÖVP. 49%, jeder zweite hat eine negative Meinung von der amtierenden Landeshauptmannpartei. Die Grünen 15% positiv, 45% negativ. Die Neos 16% positiv, 35% negativ. Interessant, die KPÖ, die könnte eine Überraschung werden bei dieser Wahl. 22% haben eine positive Meinung von ihr. Könnte sein, dass die den einen oder anderen unzufriedenen SPÖ-Wähler noch sich holen. 21% eine negative und die beiden Kleinparteien dann überschaubar. Wie sehen Sie das? Vor allem die ÖVP, das ist schon heftig, dieser Wert. Ja, da gibt es zwei Gegensatzpaare. Das eine ist die FPÖ mit überraschenden 29% Positivbeurteilung. Die Partei hat sich positiv entwickelt. Das ist also ein gutes Zeugnis. Grundsätzlich, die roten Balken sind generell sehr hoch. Das ist das Grundmisstrauen gegenüber Parteien. Aber immerhin, 29% haben wir ja gesagt, das könnte auch die Zielgröße sein, in die die FPÖ läuft bei der Wahl in ein paar Wochen am Sonntag. Dann gibt es den Kontrapunkt, den Gegenpunkt, das Gegenlager, und das ist die ÖVP mit nur 13% positiv. Das ist für eine amtierende Landeshauptmannpartei ein sehr bescheidener Wert. Und dann gibt es noch zwei Werte, die ich bemerkenswert finde. Durchaus auffällig hoch ist der Wert der KPÖ, ja, mit 22%. Also da gibt es so einen Fritz Dinkhauser, einen Liste-Fritz-Effekt oder Team Kärnten-Effekt möglicherweise, ja, auch in Salzburg. Ähnliches Muster wieder. Da kommt jemand, der von einem niedrigen Niveau wegstartet und für sein Ausgangsniveau wahrscheinlich ein sehr beachtliches Ergebnis, einen beachtlichen Zuwachs erzielt. Aber auch die SPÖ mit 19% liegt eigentlich als eine der größeren Parteien im Lande nicht so schlecht, was die aktuelle Entwicklungswahrnehmung, was also die Arbeit von David Ecker ausmacht. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Koalition abgefragt. Was wünschen sich da die Salzburgerinnen und Salzburger nach der Wahl? Interessant, eine relative Mehrheit von 21% ist das für eine Koalition von ÖVP und SPÖ. 21% wären, wie gesagt, dafür. Für eine schwarz-blaue Koalition wie in Niederösterreich sind 15%. 13% sind für eine andere Koalition ohne ÖVP, also für eine Mehrheit gegen die ÖVP. 10% wären für eine Koalition aus FPÖ und SPÖ. Eine Koalition mit der ÖVP, eine andere Koalition mit der ÖVP sind 8%. Derzeit gibt es ja eine Dirndl-Koalition aus ÖVP, Neos und Grünen. Die kommt aber anscheinend nicht sehr gut an bei den Wählern. Alle Parteien zusammen sagen 8%, andere Variante 9% und 16% sagen keine Angabe. Ja, auch hier tut sich die Bevölkerung natürlich schwer, in welche Richtung das strategische Kalkül geht. Aber ÖVP wird natürlich relevant sein bei der Regierungsbildung und die ÖVP wird entweder mit der SPÖ oder mit der FPÖ auf Linie kommen müssen, um eine stabile Mehrheit gewährleisten zu können. Werden wir schauen, was passiert. Es dauert nicht mehr lange. Ja, Herr Professor Beutelmeier, vielen, vielen Dank. Das war extrem spannend. Wir haben nächste Woche dann noch weitere Detailfragen zu Salzburg. Die heben wir uns aber bewusst für nächste Woche auf, weil da haben wir so viele Daten, beziehungsweise die Lasersfeld-Gesellschaft, dass das, sage ich einmal, mehrere Umfragesessions füllen würde. Für heute sind wir am Ende angelangt. Man kann sagen, im politischen System bleibt derzeit irgendwie kein Stein auf dem anderen. Das zeigen die Daten der Lasersfeld-Gesellschaft, sowohl was die Bundespolitik als auch was die Landespolitik betrifft. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich sehr, sehr spannend weiter. Dann ist nämlich der neue stellvertretende Landeshauptmann aus Niederösterreich, Udo Landbauer, bei mir zu Gast und wir reden über Schwarz-Blau, über die Kritik am Regierungsprogramm, über die Frage, wie funktioniert das mit diesem Corona-Fonds, welche Corona-Strafen werden da jetzt übernommen, was sagt er dazu, dass der Vizekanzler ihn und die FPÖ als Keller-Nazis bezeichnet und ist Schwarz-Blau in Niederösterreich schon der Testlauf für Schwarz-Blau im Bund? All das bespreche ich gleich mit dem neuen stellvertretenden Landeshauptmann in Niederösterreich, Udo Landbauer. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht es hier spannend weiter.